Längst geht es nicht mehr nur um die Schnelligkeit. Der Verkehr von heute und morgen wird immer mehr auf die Bedürfnisse der Menschen zugeschnitten. Es gibt in China keine Züge mehr, die nicht mehr klimatisiert sind. Das wäre vielleicht das erste Mal, wenn Sie die Metro in Shanghai betreten, um zum Hauptbahnhof zu fahren, haben Sie vielleicht die erste Möglichkeit, Liefertechnologie an Bord zu finden. Wenn Sie dann mit dem Highspeed-Zug von Shanghai nach Beijing oder nach Changsha fahren, hoffen wir, dass es in der Zukunft auch die elektrohydraulische Aktuatorik ist, die Sie an Bord spüren werden in Form von Fahrgastkomfort stabilisierenden Eigenschaften, aber auch vielleicht in Form von Neigezugtechnik, die erlaubt, einfach auch schneller von A nach B zu fahren. Denn auf Geschwindigkeit kommt es an. Mit dem Auto hätte Lihai mehr als 30 Stunden für die Fahrt in den Südwesten Chinas benötigt. Dank modernster Technik beträgt die Reisezeit mit dem Schnellzug heute nur rund ein Drittel. Gewonnene Zeit, die er stattdessen mit seiner Familie auf dem Land verbringen kann. Auch seine Mutter sieht ihn leider nur noch sehr selten. Umso mehr freut sie sich über jede Minute mit ihrem Sohn und der restlichen Familie. Das gemeinsame Festmahl, das sie liebevoll zubereitet hat, ist deshalb ein ganz besonderer Moment für die Familie. Der Mobilitätsfortschritt hat die immensen Wege entscheidend verkürzt und macht vielen Menschen wie Lihai Zhao das Leben ein großes Stück einfacher.